So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Moonlighter für die Switch und wir gehen direkt in den Golem-Dungeon, direkt auf den Golem-König. Rein da! Probieren wir den nochmal. Glückte uns ja nicht so beim letzten Mal. Genau achten, er macht so viele verschiedene Moves. Drauf achten. Okay. Oh, ein paar Stände runter. Was denn hier? Hüpfen, dass man sich nicht trifft damit, mit diesem Strahl. Durchhüpfen. Ah, ist weggeschumpst. Da kommt jetzt das fliegende Ding, was einem vom Kopf knallen kann. Aufpassen. Ah, verdammt. Oh, oh, oh. Trinken. Mist. Okay. Schon aufpassen. Steine. Gut. Muss aufpassen, jetzt schießt er wieder diesen Laser wahrscheinlich. Er zieht auch schon auf uns. Ah, hat uns erwischt. Trinken. Kann gut drüber springen, nicht? Mach die Steine weg. Ah, okay, schießen wir mal weg. Okay. Okay, haben wir schon ordentlich Energie weggenommen, wie man sieht. Passen Sie uns. Oh, warte, was uns nicht auf uns zielt. Ja, es wird weggejagt, macht aber nichts. Wir nehmen seinen Arm. Ah, trinken. Schnell, sonst wird er gleich tot. Ah, trinken. Okay. Wie die Steine macht. Uah. Ein bisschen Angst. Hi. Ran da. Ah, durch. Schon aufpassen hier. Er hat zwar nicht mehr viel Leben, aber er ist immer noch sehr gefährlich. Aber ich glaube, wir haben ihn. Yes! Das war's mit dem Golem-König. Also viele verschiedene Moves macht er ja nicht. Auge ist rausgefallen. Und was sammeln wir wieder ein? Das. Der. Hm? Gar nichts. Da geht eine fette Truhe auf. Haben wir hier einsammeln können? Wie komme ich da hin? Okay, das ist eine Treppe. Dann gehen wir da mal hin. Hm. Das hier, Golem-Geschichte 1. Golem-Entwürfe, nimm alles mit. Zack. Oh. Ein Portal, okay. Gut für uns, gibt's hier noch mehr? Gucken wir lieber rum hier. Nee, man kann hier nur hoch und runter gehen. Sehr gut, aber richtig Gold habe ich nicht bekommen. Mit dem kann man auch nichts machen. Kann ich Fußball spielen?
Mit dem Kugel da. Wo ist die Kugel gedacht? Für gar nichts. Okay. Gut, dann gehen wir nach Hause. Yo, das ging ja eigentlich ganz gut. Und letztes Mal, wenn man so ein bisschen die Tricks und Kniffe kennt, beziehungsweise sich das Schema anguckt, wie er kämpft, dann war er jetzt auch nicht allzu schwer, muss ich zugeben. Das Springen ist lebenswichtig und man muss ein bisschen die Steuerung im Griff haben. Und dann hat man den auch geschafft. Oh, jetzt geht ein Schlüssel auf. Ah, okay, das ist das fünfte Tor. Wir haben einen Schlüssel gefunden vom fünften Tor, was sehr gut ist. Mal gucken, was unser Opa zu uns sagt. Du warst das doch, oder Will? Du hast den Golem-König besiegt. Oh Mann, da hast du dich wieder unnötig in Gefahr gebracht. Wie? Ein Schloss am Tor hat sich geöffnet? Vielleicht war Pete da noch an etwas dran. Egal, lass es einfach bleiben. Dein Leben ist kostbarer als das. Pete hat unsere Warnung auch ignoriert und jetzt ist er... Naja. All der Trubel und deine heroischen Taten hat die Stadt offenbar dazu bewegt, den Walddungeon wieder zu öffnen. Nach deinem Sieg über den Golemkönig sollst du dich aber vorerst wieder ein bisschen auf den Laden konzentrieren. Die Leute kennen den Namen Moonlighter jetzt. Das musst du ausnutzen. Schau dich am schwarzen Brett um erweitere deinen Laden. Vielleicht findest du ja sogar ein neues Personal. Ich habe von einem Fremden gehört, der hier einen Laden öffnen will. Er ist ein bisschen seltsam, verkauft Dekorationen und sowas. Aber vielleicht hast du dafür nachher eine Erweiterung ihrer Verwendung. Übrigens habe ich gehört, dass Andrei von der Vulkanschmiede gerade an einer Ladung neuer Ausrüstung arbeitet. Er erwartet wohl, dass die Leute sich von dir inspirieren lassen und ihm jede Menge neues Material aus dem Walddungeon bringen. Sieh an, was er zu bieten hat. Wir wollen doch nicht, dass du ins Gras beißt. Danke. Aufmunternde Worte von meinem Opa. Ah, wird der Walddungeon aufgemacht? Super. So. Wir gehen mal kurz zum schwarzen Brett. Was kann ich im Shop noch machen? Neues. Also, viele neue Sachen sind jetzt nicht zugekommen. Ah, wir könnten das natürlich... Ah, 60.000? So viel Kohle haben wir denn doch noch nicht. Aber wir können hier schon ein paar Sachen. Gegenstände, die in dieser Verkaufskasse verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 60%. In Höhe von 50%. Okay. Dieses praktische Körper motiviert. Okay, wir wollen aber erstmal gucken, wer hier ein neues. So. Er würde für uns... Das ist ein Laden? Machen wir mal auf. Den kaufen wir mal. Wir wollen ja auch, dass die Stadt erblüht. Okay. Mal sehen, was der Laden zu bieten hat. Essen wir doch gleich mal. Wir rennen mal dahin. Da ist ein Hühner. Julian. Willkommen, mein Freund. Hier in meinen Lade Magnifique. Oh, er ist Franzose. Okay, Julian heißt er denn. Ganz richtig. Du stehst vor dem einzigartigen Le Marchand. Das ist der Kaufmann, oder? Kann kein Französisch, leider. Ich bin Julian und dir offenbar so Dank verpflichtet. Für deine Hilfe, also merci und so weiter. Oui. Ich freue mich auf einen ebenbürtigen Konkurrenten. Voilà. So, Colli, die nicht mehr repariert werden kann. Könnte ich ihn verkaufen oder kann ich die kaufen? Okay. Ach, das sind Sachen, die ich entdeckt habe und die könnte ich bei ihm abkaufen. Im Besitz 0. Du willst Florafleisch erstellen? Ui. Erstes Mal. Okay, also man kann die Sachen bei ihm kaufen, die man in den Dungeons gefunden hat, wenn man davon mehr Sachen braucht. Ist natürlich praktisch, wenn man irgendwelche Ausrüstung bauen will. Sehr, sehr praktisch. Aber auch sehr teuer, wie man gesehen hat. So, wir gehen mal zu unserem guten André. Na, auf die Ausrüstung. So, zeig mir, was du noch so hast. Auch irgendwas. So, wir können auch nicht so viel machen. Wir müssen erst in den Wald rein und da ordentlich was an Sachen finden. Gut. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und verkaufen bei uns ein paar Sachen, denn wir haben auch viele Sachen eingesammelt. Gucken, was es so gibt. Kristall des Golemkönigs. Die Frage, ob man das für irgendwas braucht. Ein riesiger Kristall mit enormer Energie, um den enormen Golem mit Energie zu versorgen. Kann ich ordentlich viel Geld für verlangen. So, wir machen es einfach. Wir hauen das mal hier rein.
und sagen, wir wollen dafür, nee, warte, wollen dafür 3000 haben. 4000. Wir betreiben es einfach mal, nur mal um zu sehen, ob es klappt. Golem-Geschichte. Dafür wollen wir auch 4000 haben. Golem-Geschichte 2. Mal sich die eigentlich angucken. So wie der Staub. Okay. Man kann sich wahrscheinlich die Geschichten durchlesen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Auch darunter. Und für die Golem-Geschichte 2 wollen wir 5000 haben. Ich betreibe es jetzt mit den Preisen. Aber ich muss ja auch mal rausfinden, was die so wert sind. 6000. So, das testen wir mal. Und hier. Golem-Notizen. Hatten wir noch nicht verkauft. Auch nicht. So. So, hier war der Preis angemessen, ne? Ja. Hier wissen wir noch keinen Preis. Den machen wir aber auch auf 3000. 3000. Hier ist noch kein Preis. Machen wir auch auf. Also wir betreiben es in Preisen. Oh, warte, wir haben einen Preis vergessen. So, wir öffnen den Laden und gucken, ob die Leute den Kram kaufen, den ich für so viel Kohle verhökern will. Mein Gott, schaut euch die Preise an, die sehen geil aus. Also für mich, die natürlich nicht so. Ja, unverschämt bestimmt, pass auf. Oh, so viel unverschämt ist das gar nicht. Den können wir ein bisschen runtersetzen, den Preis, nicht viel, aber... Oh. Mal weiter. Auch der ist zu teuer. Macht nichts. So, warte jetzt. Wir müssen aufpassen. Jetzt, wo man den Laden vergrößert hat, kommen auch Diebe. Und diese Diebe, die wollen wir natürlich schnappen, denn. Frechheit? Frechheit sagt er, okay. Gehen wir weiter runter. Vielleicht doch ein bisschen viel gewesen. 3. Hier sagt er Frechheit. Sagen wir halt 4000. So. Das ist auch zu viel Kohle, okay. Oh, 3000 raus. Das da oben 6000 ist zu viel? Kein Problem, my lady. Wir kaufen das für 2. Wir müssen hier stehen. Immer noch zu viel Kohle, okay. Kannst verstehen, ich würde auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich glaube, wir müssen die für 2 verkaufen jeweils. Warten wir ab. Aber den hier. Wir geben den Preis. So. Echt? Immer noch zu viel? Kann man dann für die Kristalle nehmen da? 2000 ist ja ärgerlich. Leider sinken meine Preise gerade, wie man sieht. Naja, wir schauen mal. Ah, ein Dieb. Schon aufpassen. Oh, ein feiner Mann. Der kauft doch alles im Preis. Du klaust mir nichts. Dann wirst du geklaut? Ne, da ist es. Ja, verkaufe ich dir. So, da haben wir auch nicht Cash hier. Die wurden auch verkauft. Sehr gut. Oh, jetzt werden die Preise langsam wieder akzeptabel. Oh, jetzt sind die wahrscheinlich zu billig gerade. Na gut, was soll's. So, die letzten Sachen sollen noch raus. Ich habe so viel zu verkaufen. Warte. So. Okay, warte mal. Hier raus. Was können wir dafür bekommen? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ist zu viel. Mal 300.
Wo ist er denn für ein Typ da hinten? Der sieht auch aus, als ob er irgendwas klauen will. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, hier oben ist noch zu viel Kohle. War nicht das Problem. Schön. Da kommt wieder ein Dieb. Die dreisten Diebe, oder? Das geht gar nicht. So. Kommt's mit? Danke, die Dame. So, langsam kommt Cash in unseren Laden. Wir haben jetzt. Heute haben wir schon 21.000 eingenommen, was sehr gut ist. Bei unserem Laden, der war jetzt trotzdem mal ein bisschen mutigen, dass die uns ein bisschen Trinkgeld geben. Dafür kaufen wir diese kleine Kiste hier. Was? Diese filigrane Kasse motiviert Kunden dazu, eine zusätzliche Höhe von 10%. Ja, das muss er nicht. Ein anderes Bett will ich aber auch haben. Und wir brauchen noch Platz für noch eine Kiste. Haben wir gern gesehen. So. Dann alles bei uns im Shop. Gucken wir uns das mal an. So, da ist die Kasse, die neue Kasse, die uns ein bisschen mehr Kohle gibt. Und hier ist mein schönes neues Bett. Mm. So, den haben wir erledigt. Ich denke mal, wir werden mal einen kleinen Blick erhaschen in den neuen Dungeon. Wir müssen natürlich nochmal irgendwie ausrüstungstechnisch nochmal uns aufrüsten. Da gehen wir aber auch mal zum Schmied und gucken, ob er noch irgendwas für uns hat, was wir vielleicht machen können. Leider haben wir noch nicht so viele Sachen gesammelt. Kriegen wir auch erst im Wald. Das heißt, wir müssen im Wald nochmal rein. Machen wir jetzt. So, gehen wir hoch. Da ist der Wald-Dungeon eröffnet. Hinein! Ich bin gespannt. Freue mich ein bisschen drauf. So. Da. So, der Wald. Der Wald-Dungeon. Drei Wege? Wir nehmen diesen. Oh. Hier müssen wir ein bisschen anders angreifen. Ich glaube, da gemerkt. Doch, kann ich. Ich muss erstmal die killen hier. Oh. War gut. Aber wir müssen trotzdem mal ganz kurz gucken, wegen unseren Heiltränken. Was? Sehr gut. Oh, guck mal, das sind neue Sachen. Die geben wahrscheinlich auch mehr Kohle. Muss nachher mal angucken, genau. Boah, blöder Pilz. Ah, der Speer ist schon nicht schlecht. Vielleicht sollten wir den ein bisschen aufmotzen. Hier gibt es nichts weiter. Gucken wir mal, ob man die Wege auch gut erkennen kann, aber die kann man eigentlich relativ gut erkennen. So. Wir nehmen trotzdem mal kurz was. Jetzt nochmal die Tür. Okay, hier ist ein Heilbad. Das nehmen wir jetzt noch nicht, aber das können wir natürlich. Ah! Nein. Okay. Kann ich das nicht mitnehmen? Ja, dann setzen wir es halt hier links in die Tasche. Ist ja nicht so schwer. Okay. So, dann nehmen wir doch kurz ein Bad. Und weitergehen. Kostet uns ja nichts. Oh, hier waren wir ja noch gar nicht. Wir können mal lesen, was hier steht. Diese Notiz. Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor Jahren unsere Experimente zunichte gemacht hat. Mittlerweile verschwinden Tag für Tag gewisse Teile unserer Forschungsmaterialien. Okay. Beim anderen Dungeon ja auch so. Guck mal hier. Können wir den da rausholen? Und hier rausgucken.
Ah, ärgerlich. Ah, Mist. Okay. Ja, ich will nicht Energie drauf. Das ist ja nicht so gut darauf, drum zu laufen. Kriegen wir die denn zu packen? Was? Vergiftet. Man, wie kann ich die denn holen? Komm ja auch nicht raus. Wie kann ich die denn töten? Ich müsste mich ja denn vergiften, nur um die zu töten. Oh, blöd. Wirklich blöd gelöst. Aber sehr blöd gelöst. Also muss ich mir definitiv einen Pfeil und Bogen besorgen. Was machen wir als nächstes? Noch ein paar Tränke? Hier. Ja, Pfeil und Bogen ist wohl wichtig. Bevor wir eine Etage tiefer gehen. Das machen wir jetzt nicht. Aber wir können es uns noch angucken, ne? Das können wir ja in der Tat noch. Aber Pfeil und Bogen ist wichtig. Aber so haben wir schon mal ein kleines Sneak Peek von dem Wald gehabt. Und ja. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ein Golem-König erlegt. Kopf vergrößert. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.